Steinbinder und Steinbrecher kommt gleich ins Bild an der Steinplatte. Kinderspielplatz Frauenschule Fürth Süd an der Sonnenstraße beim Hartenberg-Gymnasium in der Heinrichskirche und im Jugendtreff. In dieser Szene wollen wir beide mal auf unsere Beinarbeit achten. Das heißt, das Ziel ist, zwischendurch immer mal wieder für, was weiß ich, eine Zehntel oder eine Hundertstel Sekunde zu schweben. Beide Beine berühren gleichzeitig nicht mehr den Erdboden. Wie gesagt, eine gute Trainingsmethode, um mal den Fokus auf Beinarbeit, die Schnelligkeit der Beine zu lenken. Bei mir sehr, sehr schwierig. Ich habe Kniearthrose-Probleme ohne Ende, aber wie man sieht, kurzfristig geht das schon. Auf Dauer geht es natürlich auf die Kniegelenke. Wollen wir es mal probieren?
als wenn man nur reagiert, braucht aufgrund der menschlichen Reaktionszeit viel länger. Als es die Reaktionszeit zulässt, kann man den Internet rauskriegen. Ich habe was von 0,018 oder auch 0,18 im Kopf. Aber ihr merkt schon, ich weiß es nicht sicher. Und der Reflex, der braucht nicht so viel Zeit. Das heißt, wenn wir automatisieren, dann üben wir Reflexe ein, so lange, bis wir auf einen ganz bestimmten Ball eben nicht mehr reagieren, sondern der Ball automatisch kommt, daher automatisieren als Reflex. Gut. So viel zu diesem Thema. Jetzt habe ich allerdings wieder vor lauter Reden gar nicht so sehr drauf geachtet, was mit meiner Beinarbeit war. Aber ich bin sowieso beinarbeitmäßig hinüber. Für euch war es vielleicht trotzdem ein guter Tipp von der Steinplatte mit Marc.